Ja, herzlich willkommen auf dem Pixel Festival 2012! So, jetzt sollen wir hier was erzählen. Wir sind jetzt die Ersten in der Labercouch von Pixen und ja, es war jetzt anfangs ein bisschen stressig, es hatte geregnet, wir haben alles erneuert. Ja. Es ist mittlerweile besser geworden, wirklich. Also mittlerweile, es geht, es ist immer noch sehr, Alter, halt die Fresse. Es ist immer noch sehr bewölkt, aber es geht mittlerweile. Also mittlerweile ist ganz nett. Und es ist 14 Uhr und es geht gleich los. Yeah. Jo, also ich bin Silas von Enter the Fray. Wir sind jetzt hier gerade beim Pixen angekommen. Wir spielen hier zwar dieses Jahr leider nicht, aber nächstes Jahr. Es ist ziemlich cool. Und also Stimmung steigt langsam. Es ist ja noch sehr am Anfang. Aber den Leuten geht's gut und wir freuen uns alle. Hi, ich bin's, danke. Jos, was tust du da? Jos, ich möchte meine Mama grüßen, mein Papa, meine ganze Familie und ich habe sie alle ganz lieb. Und ich finde diese Box total cool. Die ist echt voll gut. Die ist euch total gut gelungen. Und mir fällt gerade voll nichts ein, weil ich gerade total gestresst bin. Aber ich finde die echt voll cool. Das habt ihr echt super gemacht. Wie lange darf ich hier drin sitzen? Oh, wir können ja auch was singen, Leute. Hey, wir sind hier gerade auf dem Pixen-Festival. Laura und ich. Mal lächeln. Hallo. Und es ist gerade mega geiles Wetter. Wir hatten schon wieder befürchtet, dass es wie letztes Jahr regnet. Nein, ja, jetzt ist noch einer mehr hier. Yeah. Ich würde gerne alle meine lieben Leute grüßen, die ich gerne habe und auch die, die ich nicht gerne habe. Ich war schon dran. Hab euch alle lieb. Du musst ein bisschen mehr sagen. Doch. Hier. Du wirst gefilmt. Das Laura kann ganz lustig quietschen, wenn man sie kitzelt. Ja, so, ich bin Amre. Heute ist Pixen. Ich bin Sündke und Pixen ist geil. Ja. Bin leider noch keine 16, aber. Wär schon geil. Wär schon geil, oder? Ja, richtig geil. Die Bands sind super. Ja. Hey Leute, hier ist wieder euer Andy. Mittlerweile schon ein bisschen betrunken und heute sind wir hier auf den Pixen wieder mal mit dem Freddy und dem Patrick. Und eins muss ich euch sagen, es ist wirklich tierisch geil hier. Und eine liebe Grüße ans Pixen-Team, das ist echt mega fett. Also, wir freuen uns richtig, dass wir hier sein dürfen und dass so ein Festival überhaupt gemacht wird. Auch für die Kinder und ja, wir finden das richtig gut, oder? Ja, ist echt super geil gemacht, tolle Bands, super Leute, geile Stimmung. Also nächstes Jahr wieder. Yeah! Hallo Leute, hier ist wieder der Andy und heute habe ich ein paar Leute auf dem Pixen Festival. Dann erzählt mir doch mal, wie gefällt euch denn das Pixen Festival? Super gut, das Wetter ist durchwachsen, aber scheiß drauf, wir sind aus Friesen und da juckt das niemanden, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Richtig. Meine Rede, also ich kann das nur unterschreiben, Regen dürfte uns eigentlich nichts ausmachen, deswegen werde ich gleich, sobald ich hier dann gleich fertig bin, werde ich mich wahrscheinlich auch bis auf die Knochen ausziehen und... Pixen ist cool! Ja, das stimmt! Guten Tag, liebe Leute, ich bin Jost, neben mir sitzt... Tamara. Tamara, danke schön. Und wir sind hier heute bei tatsächlich nochmal sehr, sehr wunderschönem Wetter auf dem Pixen Festival 2012. Wir haben tatsächlich sehr unseren Spaß, ich komme frisch aus dem Videospielzelt von der Runde Mario Kart. Schönes Wetter. Ich guck raus. Bei uns hat es geregnet und meine Mama hat gesagt, ich soll hierher schwimmen. Yo! Yo! Das hier ist Mike, den habe ich gerade. Silas! Wir haben uns gerade bei Skettys getroffen, die sind voll abgegangen. Skettys aus Emden, richtig geile Band, auch am 15.09. bei Wunde Rock zu sehen. Hast du noch was zu sagen? Ja, auf jeden Fall, Jump Against the Wall ist meine Band. Auf jeden Fall bei Facebook liken, ne? Und hier Enter the Fray auch. Ja Mann, das ist geil! Hey Leute, und da sind wir wieder. Der Andy auf dem Pixen Festival und jetzt haben wir hier den. Ja, moin und so. Ja, wer bist denn du? Ich bin Hansi McHansen. Hansi McHansen und auf meiner Linken? Timo aus Berlin. Aus Berlin. Dann erzähl doch mal ein bisschen was von euch. Was macht ihr hier denn so Schönes? Ich bin der beste Gitarrist over the world. Ich brauche noch nicht mal Saiten, Junge. Ich spiele einfach so ein Solo. Dann spiel uns doch mal ein schönes Solo. Ja, warte.
Das ist ein wirklich ausgezeichnetes Solo. Ja, und jetzt klar. Was? Komm mal zu dir. Warte, ich hab noch ein E. Ich hab noch ein E, warte. Er hat noch das E. Ich hab noch ein E. Warte. Das klang jetzt nicht nach einem E, aber wir nehmen das einfach mal so hin. Hallo, ich bin's, Piggle D. Ja. Und ich möchte jetzt erzählen, was bis jetzt so passiert ist. Also, es hat schon geschüttet wie Sau. Mortal Kombat, ja. Okay, also es hat jetzt schon ziemlich gegossen. Unsere Front des Videozeltes ist ziemlich im Arsch. Ich habe schon Bier ausgeschenkt. Ja, und es ist eigentlich ganz gut am Laufen. Ich habe keine Ahnung von Besucherzahlen. Ja, hallo, hier sind wir auf dem Pixen-Festival. Und wie heißt du? Maren. Maren, wie alt bist denn du? 7. Maren ist schon 7. Und wie gefällt dir das Pixen-Festival? Cool. Ja, ist das cool. Mit wem bist du denn hier? Mit meiner Mama, mit Thorsten und mit meiner Schwester und mit meinem Bruder. Und ist mit meiner Tanten. Oh, das ist ja schön. Ist es das erste Mal, dass du jetzt hier bist? Ja. Und das, wie gefällt dir das? Das ist auch richtig gut, oder? Ja. Bist du denn nächstes Jahr auch wieder hier? Ja. Keine Ahnung. Weißt du? Sie weiß es noch nicht. Sag einfach ja. Ich bin nächstes Jahr wieder hier. Ja. Und das Pixen ist voll cool. Yay. Der Pixen ist voll cool. Da hört ihr es. Pixen ist richtig cool. Auch für die jüngeren Leute. Sag einmal. Alle Pixen-Leute sind cool. Alle Pixen-Leute sind cool. Super, dankeschön. Und jetzt auch liebe Grüße an die Pixen-Leute, das habt ihr richtig toll gemacht. Alles Grüße, ihr Pixen-Leute, alles Grüße. Dankeschön. Hey Leute, und hier ist wieder Andi auf dem Pixen-Festival. Und hier haben wir den? Gerrit. Und die? Andrea. Das ist doch sehr schön. Dann erzähl uns mal ein bisschen was über das Pixen-Festival. Ja, wir sind eigentlich nur hier, weil wir Janni begrüßen wollen, weil wir ihn erlebt haben mit seinem krummen Penis. Mit dem krummen Penis? Ja. Er hat so einen riesen krummen Penis. Und deswegen sind wir eigentlich nur hier, weil wir ihn unterstützen wollen, weil er darunter zu leiden hat. Weil es ist ja nicht nur alles für die behinderten Kinder, sondern ein Teil davon auch für die gerade Richtung seines krummen Penis. So, hi, ich bin's schon wieder und ich bin hier mit Nico und mit Kirsten, aber die ist ein bisschen scheu. Hi. Ja, sie hat ein bisschen Angst vor Menschen, aber ich hoffe, meine Haare sehen einigermaßen aus. Irgendwie war der Moshpit gerade ein bisschen und das Getanze und der Regen. Oh ja, es geht so ab, ne, hier ein Moshpit nach dem anderen, auch wenn die Musik eigentlich gar nicht so die Moshmusik ist, aber es hört so... Ina zieht sich aus! Ina zieht sich aus! Ja, Lasse, wie geht's dir? Ja, ich bin erledigt vom Arbeiten. Ja, und ein Trinken auch.